Herzlich willkommen zu magischen Momenten mit bemerkenswerten Menschen. Mein Name ist Britta Dahlberg und ich begrüße euch herzlichst. Während das Geschäft von Telefon, TV und Online-Wahrsagern boomt, zeigt eine aktuelle Studie, dass die meisten Menschen lieber nicht wissen wollen, was ihnen die Zukunft bringt. Selbst wenn diese Aussichten positiv sein könnten. Nur 1% der Befragten würde konsequent gerne wissen, was die Zukunft bereithält. Mein Gast heute zählt zu den gefragtesten und erfolgreichsten Medien, und zwar hauptberuflichen Medien weltweit. Ich begrüße herzlichst Martin Zoller. Britta, hallo, schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut. Ja, Martin, du zählst zu den gefragtesten und erfolgreichsten Medien, habe ich gerade gesagt, und hast also keine Angst vor der Zukunft. Du arbeitest als Hellseher, als Remote Viewer und hast diese Fähigkeiten schon sehr früh in deinem Leben entwickelt. Jetzt, wie ist das mit den Menschen, die zu dir kommen, wenn du also einerseits hörst, eigentlich ist es nur 1% der Befragten, die gerne die Zukunft wissen möchten. Was macht das mit dir? Kannst du das nachvollziehen, diese Ängste? Das ist, da muss man bei solchen Umfragen muss man natürlich vorsichtig sein. Man hat auch, wir wissen ja auch nicht genau, auf welche Zielgruppe diese Umfrage abgestimmt war. Wer wurde gefragt? Also wenn ich zum Beispiel wenn zum Beispiel ein Journalist einer veganer und vegetarischen Zeitschrift zum Fleischkonsum unter seinen Lesern sich erkundigt, dann wird er auch nur einen ganz kleinen Teil finden, der eben Fleisch isst und sich aber über eine vegane oder vegetarische Zeitschrift informiert oder sich dieser Gruppe nahe fühlt. Und dann ist es natürlich klar, dass man da eben nicht auf sehr viel Sympathie für Fleischessen stößt. Und wenn man dann diese Statistik lesen würde, dann würde es vielleicht auch heißen, ja, nur 5% der Befragten essen Fleisch. Aber das ist natürlich nichts aussaggebend und stellvertretend für die Menschheit als solches. Also um diese Studie überhaupt seriös nehmen zu können, müsste man wissen, wer genau das die waren, was für Menschen genau gefragt wurde, welche Altersgruppe etc. Und dann würde sich das plötzlich wahrscheinlich wieder ziemlich relativieren. Und das zum einen, was solche Studien angehen, und zum anderen glaube ich das auch sonst nicht, weil ich kenne ja viele Menschen, nicht nur meine Kunden, sondern auch Familie, Freunde, und von denen sind sehr, sehr viele offen für solche Themen, weil über die Zukunft Bescheid zu wissen, bedeutet ja nicht unbedingt nur zu wissen, was morgen und übermorgen passiert, sondern man kann ja in verschiedenen Aspekten über die Zukunft Informationen erhalten, zum Beispiel auch mögliche Entwicklungen oder Persönlichkeitsentwicklungen oder berufliche Richtungen, die sich aufzeigen können, ebenfalls als Möglichkeit. Und so gesehen würde ich jetzt sagen, sind sicher sehr, sehr viele Menschen offen. Das ist ja ähnlich wie mit dem Arzt. Die meisten Menschen, zumindest die ich kenne, ab einem bestimmten Alter natürlich auch, die gehen zum Arzt, um sich eine jährliche oder zweijährliche Kontrolle machen zu lassen. Bei Kindern bringt man sie zum Zahnarzt, um zu sehen, dass alles in Ordnung ist. Also so dieses Präventive ist etwas, das nicht nur wir in unserer Gesellschaft kennen. Das benutzen wir überall, dieses Verhalten, um uns vorbeugen zu können. Also sei das in der Gesundheit, sei das im Beruflichen, sei das im familiär-zwischenmenschlichen oder ganz einfach auch ebenso als Zukunftsanalyse, indem man zum Beispiel einen Seher, einen Hellseher, eine medial begabte Person um Hilfe und Unterstützung benötigt. Anfragt. Ja, ich dachte es mir schon, dass du da ganz andere Erfahrungen hast und dass zu dir natürlich auch Menschen kommen, die dir vertrauen und deiner Anleitung. Jetzt geht es dir ja um viele verschiedene Bereiche in diesem außersinnlichen
mit den außersinnlichen Fähigkeiten. Du hast auch dazu verschiedene Bücher geschrieben. Eines zielt genau auf das Thema Intuition. Vielleicht gehen wir auch ein bisschen nochmal in diese Begrifflichkeiten hinein. Was ist Intuition? Was ist Medialität? Was unterscheidet das? Und wo ist da auch noch die Prophezeiung angesiedelt? Gut, Intuition kennen wir auch als Bauchgefühl. Das ist etwas, das jeder in sich trägt. Also wir sind alle intuitiv, genauso wie wir alle künstlerische Veranlagungen haben oder akademische, zum Beispiel sprachlich oder mathematische. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht jeder mit der Begabung oder dem Talent geboren wird, Sprachprofessor zu werden oder Berufsübersetzer oder ein begnadeter Opernsänger oder Gitarrenspieler. Und genauso ist halt auch nicht jeder mit dem Talent oder der Begabung der Medialität oder der Prophezeiung oder der Seherei geboren. Das heißt, da definiert sich auch der Unterschied. Also Intuition als solches, Bauchgefühl, hat jeder. Das, mit dem werden wir geboren. Das ist ja auch der sechste Sinn, wie wir den nennen. Wir werden also nicht nur mit den fünf uns normalen Sinnen geboren, sondern gibt es noch unter anderem diesen sechsten Sinn. Und wir leben halt in einer Gesellschaft, die diesen sechsten Sinn unterdrückt und dadurch gerät er in Vergessenheit. Das heißt aber nicht, dass er nicht existiert. Wenn wir nun viel meditieren und an uns arbeiten, dann fangen wir an, diesen sechsten Sinn wieder ins Bewusstsein zu holen. Und hier ist es wie überall, da gibt es dann Menschen, die spüren, aha, diese Verbindung zu meinem sechsten Sinn, die ist intensiv ausgeprägt, die ist sehr stark, so wie ein anderer, der mit einer Geige in die Hände fängt, damit rumzuspielen und merkt, wie gut dass das geht. Und dann öffnet er sich dem weiterhin. Und mit der Medialität ist es auch so. Also bei mir als Kind zum Beispiel, in meinem Fall jetzt konkret, habe ich seit Kindheit gespürt, da ist mehr, da gibt es mehr. Und habe mich dann fast 26 Jahren jetzt mit dem Thema angefangen, bewusst auseinanderzusetzen und habe dies dann auch zu meiner Berufung gemacht. Das heißt, wenn man spürt, dieses Talent ist vorhanden, diese Begabung, dann kann man sich dem hingeben und dann zum Beispiel eben in die Kraft der Medialität des Hellsehens entwickeln. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Untergruppierungen oder Aspekte, wie man mit dieser Kraft der Intuition als Begabung umgehen kann. Also zum Beispiel, man arbeitet mit Heilen, man arbeitet mit Trance, man macht Jenseitskontakte, man macht eben Auralesen, man macht Seelenanalysen. Man macht Remote Viewing, da gibt es ja ganz viele Techniken und Untergruppen und da muss dann halt der Begabte oder der Begnadete, der dieses Talent in sich hat, für sich spüren, welches ist mein Weg, welche Richtung der Medialität des Hellsehens möchte ich für mich entwickeln. Und wenn man dann mit zum Beispiel sich jetzt mit dem Thema Hellsehen auseinandersetzt, also wirklich auch mit dem Visualisieren von Bildern, dann geht das natürlich in den Bereich der Prophezeiung, weil man dann eben hell sieht, also man erhält Bilder über die Zukunftsentwicklung eines einzelnen Menschen oder einer ganzen Menschengruppe und das wäre dann eine Prophezeiung. Also wir kennen ja aus dem Biblischen, kennen wir Prophezeiungen als Empfangen von Träumen oder Tagvisionen, um dann Gesichter, Bilder zu empfangen über die Zukunftsentwicklung eines Landes zum Beispiel. Nun gibt es aber auch persönliche Prophezeiungen, das heißt, wenn ich einer Einzelperson die Zukunft analysiere, dann ist das auch eine Prophezeiung. Wir nennen das dann einfach eher mediales Lesen, wobei es streng genommen eigentlich dasselbe ist. Spannend, ja. Ja, wir haben ja ein Thema hier in Frankfurt, wenn du wieder zu uns kommst, uns herausgenommen aus dieser Fülle von Themen, und zwar die Intuition und wie weit wir sie einsetzen können, um unsere Talente und Träume zu erforschen und für die persönliche Zukunft einen Rat zu bekommen, also den wir in uns erhalten und nicht von außen.
Also wir gehen nicht zum Berufsberater, sondern wir etablieren den in uns. Und da kannst du uns vielleicht auch noch heute eine kleine Übung mal geben, um hineinzuspüren in das, was uns an dem Wochenende hier in Frankfurt erwartet. Ja, das mit dem Berufsberater, das ist ein schönes Bild. Es geht in diesem Seminar und Vortrag, den wir bei euch oder nicht bei euch geben werde, tatsächlich darum, also diesen intuitiven Berufsberater in sich selbst zu spüren, zu erkennen. Es ist ja so, ich habe das vorhin bereits angedeutet, wir werden alle mit einem bestimmten Talent, also mit einer Begabung geboren. Und wenn wir dieser Begabung folgen, dann haben wir den Weg unserer Berufung gefunden. Und viele Menschen sind unzufrieden oder sind unglücklich, weil sie ihre Begabung nicht gefunden haben. Das heißt, man lebt dann einfach nur einen Beruf aus, weil man Geld verdienen muss, aber nicht wirklich, weil man zufrieden ist mit dem, was man macht. Und das ist das Geheimnis, sagen wir jetzt mal, ganzheitlichen Erfolges und ganzheitlicher Zufriedenheit und Ausgeglichenheit und Freude an dem, was man macht, nämlich indem man sein Talent als Begabung zum Ausdruck bringt und dieses dann mit seinem Umfeld teilt. Man macht dann nämlich etwas für sich, man folgt seinem Seelenruf, also auch seiner Lebensaufgabe und integriert die dort, wo sie den anderen Menschen helfen kann. Und auch wenn man für sich das Gefühl hat, man hat diesen Weg noch nicht gefunden, muss man nicht verunsichert sein, weil wir haben alle diese Kraft in uns und das will ich meinen Mitmenschen an diesem Vortrag und Seminar aufzeigen und natürlich in den Übungen, konkret im Seminar, auch lernen, wie man für sich selbst dieses Talent, das jeder in sich trägt, wie man das spüren und ausleben kann. Und dann ist es natürlich auch dieses Seminar und der Vortrag auch spannend für jene, die das Gefühl haben, sie sind bereits auf diesem Lebensweg, weil es dann natürlich auch Möglichkeiten gibt, dieses zu vertiefen und noch intensiver sich damit auseinanderzusetzen, noch mehr darauf zu vertrauen oder halt eben auch ergänzende Inspirationen und auch Hinweise, Unterstützungen erhalten, also zum Beispiel auch während dem Vortrag und auch im Seminar natürlich werde ich auch die ein oder andere Lesung machen, das heißt, ich werde dann die Aura lesen vom einen oder anderen, das wird natürlich normalerweise nicht bei allen möglich sein, aber den einen oder anderen, bei dem werde ich dann die Aura lesen, um zu sehen, ja, wo ist dein Talent und wie nahe bist du deiner Berufung schon oder wo sind vielleicht gewisse Blockaden und wie können die aufgelöst werden? Auch das ein wichtiger Aspekt, konkret im Seminar. Also Unsicherheiten, Ängste, diesen Talenten, diesen Begabungen gegenüber, wie löse ich die auf, um dann wirklich ja, in Fülle, Zufriedenheit und Ausgeglichenheit diesen Weg zu gehen. Sehr schön. Ja, und diese kleine Kostprobe haben wir uns noch gewünscht heute. Du arbeitest ja sehr viel mit geführten Meditationen. Es gibt da auch sehr schöne CDs von dir, Aufnahmen. Lass uns doch gerade mal so hineinschnuppern. Das ist natürlich kein Ersatz jetzt von einem tieferen Erleben in einem Workshop, aber man kann sich ja vielleicht unser Webcast nochmal anhören, wenn man ja nochmal einsteigen will in das Gefühl und dann selber für sich weitermachen. Wollen wir nochmal kurz reinsteigen in so eine Meditation zusammen? Ja, sehr gerne. Ich leite diese. Ich möchte dafür, also dich, den Zuschauer, bitten, deine Augen zuzumachen und deinen Körper zu entspannen. Und zwar würde ich dir empfehlen, deine zwei Füße nicht übereinander zu falten, sondern unabhängig mit den Fußsohlen auf dem Boden stehend, also wirklich diese Verbindung zur Erde auch spüren über die Fußsohlen und nicht den einen Fuß über den anderen gefaltet haben. Und über diese Verbindung mit der Erde spürst du die Kraft, die in dich fließt, über diese Einheit, atme tief und regelmäßig ein und aus. Mit jedem Einatmen bringst du Licht in deinen Körper. Dieses Licht dehnt sich in deinem ganzen Körper aus, fließt durch deinen Körper runter, ähnlich wie ein
Nebelmeer durch ein einsames Bergtal gleitet. Und beim Ausatmen befreist du dich von unnötigen Gedanken, Anhaftungen, vielleicht auch Themen, die dich nicht in Ruhe lassen, damit dein Körper und dein Geist ganz entspannt sind. Lass die Schultern entspannt hängen. Der Kopf liegt ganz ruhig und entspannt auf deinem Hals. Dein Kiefer ist entspannt. Deine Augen sind entspannt. Und dein regelmäßiges Ein- und Ausatmen befreit dich auch von letzten Anspannungen. Und jetzt gehst du mit deinem intuitiven Auge oder mit deinen Erfahrungen oder deinen Erinnerungen gehst du zu deinem Solarplexus unterhalb des Brustkorbs. Dort, wo auch dein Bauchgefühl ist. Und versuch für dich zu visualisieren, welche Träume oder welche Wünsche dein inneres Kind bis zum heutigen Tage noch nicht ausgelebt werden konnte. Du kannst mit deinen Gedanken, deinen Erinnerungen auch in deine Kindheit zurückgleiten und dein inneres Kind fragen, ob es noch irgendetwas gibt, noch irgendeine Erinnerung vorhanden ist, die damals nicht ausgelebt wurde. Vielleicht ein Traum, vielleicht ein Hobby, vielleicht ein Spiel, eine kreative Handlung, vielleicht auch eine Reise. Und dann hole diese Bilder, die sich dir so zeigen, hol die eben in dein Bauchgefühl, in dein Solarplexus und lagere sie dort ab. Also leg diese Bilder, diese Visionen bewusst in dein Solarplexus, damit sie dir erhalten bleiben. Und dein höheres Selbst dir helfen kann, diese Kindheitswünsche oder Vorstellungen zu realisieren, zu konkretisieren. Das ist wichtig, weil als Kind du noch gespürt hast, welches deine Träume sind. Du hast dir noch die Zeit erlaubt, frei zu sein. Dein höheres Selbst konnte dir viel einfacher Hinweise und Bilder zu deiner Lebensaufgabe senden. Und wenn es irgendetwas gibt, das noch nicht erlebt oder ausgelebt wurde, dann ist es wichtig, dass du dir auch heute als erwachsener Mensch diesen Visionen hin öffnest, das innere Kind wieder in dein Leben lässt, weil es eine viel, viel bessere Verbindung zu deinem höheren Selbst, zu deinem göttlichen Wesen und zu deiner Lebensaufgabe hat. Atme nun dreimal tief und regelmäßig ein und aus und öffne dann langsam deine Augen wieder. Diese Meditation ist sehr effektiv, weil sie hilft uns, mögliche, noch nicht ausgelebte oder eben unterdrückte Bilder, von denen wir wissen, dass sie eigentlich zu uns gehören, wieder ins Bewusstsein zu holen. Das ist fast wie ein Gespräch mit unserem inneren Kind. Und dieses innere Kind weiß genau, welche Träume, welche Visionen, welche
Lebensaufgaben wir noch nicht gelernt haben oder noch nicht mit ihnen in Verbindung stehen. Und wenn wir auf diese Bilder, auf diese Visionen hören, die uns das innere Kind gibt und in unser Erwachsenen-Alltagsleben integrieren können, dann ist es tatsächlich möglich, Stück für Stück diese inneren verborgenen Talente und Begabungen bewusst auch in den Alltag zu integrieren. Es klingt sehr einfach und es ist aber auch sehr einfach. Es geht einfach darum, dass man diese Mauer, die man sich aufgebaut hat mit Unsicherheiten und fehlender Zeit und Vorurteilen, dass man die langsam wieder abbaut, indem man eben diese inneren Bilder und diese Visionen Stück für Stück wieder in den Alltag integriert. Ja, kann ich mir vorstellen, dass wenn man dann in einem Umfeld ist mit anderen, die ähnliche Prozesse durchlaufen, dass es dann auch leichter fällt, als wenn ich das nur mit mir alleine mache. Auf jeden Fall. Ja, schön. Wunderbar. Und mit diesen Bildern arbeitest du wahrscheinlich im Workshop dann, dass man darüber sich austauscht und auch von dir noch Rat bekommt, in welche Richtung man diese Bilder interpretieren kann und umsetzen kann. Und ganz klar, ich hole natürlich dann die Teilnehmer auch dort ab, wo sie sind. Und wir arbeiten natürlich mit diesem Material, dass die Teilnehmer über ihr eigenes Höheres Selbst erhalten oder über mich, über das, was ich dann in der Seele der einzelnen Menschen lesen kann. Und mit diesen Informationen kann man dann sehr viele Prozesse auslösen und sich auch so sehr viel näher kommen. Es geht, du hast zu Beginn das Wort Prophezeiung angesprochen, es geht in diesem Seminar natürlich auch darum, eben für sich auch seine eigenen Bilder, Visionen oder mögliche Hinweise über zukünftige Entwicklungen zu erhalten. Das ist vergleichbar mit einem GPS im Auto, das uns ja auch aufzeigt, wo die Straße durchgeht und ob wir besser abbiegen sollen oder wo Tankstellen sind. Und so hilft uns natürlich auch die eigene Intuition eben zu erkennen, wo mögliche energetische Tankstellen sind oder wo etwas blockiert sein könnte oder welcher Weg einfacher ist. Und also die Intuition, mit der wir sehr stark arbeiten werden, ist in meiner Erfahrung nebst dem Ratio, sollte sie eigentlich das einer der Hauptunterstützer oder Hauptinspirationsquellen im Lebensweg, auf dem Lebensweg sein. Sehr schön. Da steigen wir in die Praxis und am 17. März bist du schon bei uns. Und zum Thema Kraft der Intuition, finde deine Lebensaufgabe und Talente. Und am Wochenende dann gibt es 2 Tage das vertiefende Seminar. Und es ist ja auch insofern was Besonderes, dass du da als Mentor zur Verfügung stellst, weil du ja gar keine Einzelberatungen mehr machst und das jetzt so nur noch im Rahmen eines Seminars eigentlich dann wirklich möglich ist. Das ist in der Tat so. Ich mache seit letztem Jahr keine Sitzungen mehr, aber eben an Seminaren oder auch an Vorträgen, da gebe ich dann Hinweise, da arbeite ich dann eben auch mit einzelnen Teilnehmern. Toll. Mhm. Sehr, sehr schön. Wir sind schon gespannt auf das Wiedersehen und deine Fans hier in Frankfurt. Ich weiß, da sind schon etliche Plätze gebucht. Also ja, das freut man mich. Sollte jetzt schnell sich den Platz sichern und dann dich hier bald treffen. Es gibt im Herbst ein Wiedersehen zum Thema Remote Viewing oder zu einer davon etwas losgelösten eigenen Kreation. Free Flow, Freestyle. Remote Viewing, genau. Darüber werden wir das nächste Mal sprechen, wenn wir uns in einem Webcast wiedersehen, hoffe ich. Freue ich mich sehr darauf und ich freue mich natürlich auch extrem auf unser Seminar, das ist ja schon sehr, sehr bald und den Vortrag und ich komme immer wieder gerne nach Frankfurt und ich freue mich natürlich sehr, mein Wissen auch an die Frankfurter weitergeben zu dürfen. Genau. Ja, bis dann. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und bis bald. Danke euch allen. Tschüss.